Seit Wochen drücken Alma und Marika sich immer wieder die gleichen Songs und zerfließen im Kitsch amerikanischer Liebeslieder. Evelyn bleibt unberührt von so viel Gefühl. Evelyns Mädchen träumen. Hier sind sie ganz normale Teenager mit ganz normalen Sehnsüchten. Die Welt, die Freier, die Realität der Straße bleibt draußen. Evelyn ist anders. Sie zeigt keine Gefühle mehr, ist sie inzwischen der Boss. Marika, die von zu Hause abgehauen ist, hat sich ihr bedingungslos untergeordnet. Auf die vertanen Tage folgen die Nächte. In die dürfen wir nicht mehr so wie damals hineinschauen. Evelyn möchte nicht, dass wir zu viel über sie und ihre Arbeit erfahren. Sie bewegt sich in einem hochkriminellen Milieu. Das sei nicht gut für uns, hat sie gesagt. Quiapo Polizeistation. Evelyn mit Marika im Schlepp ist letzte Nacht verhaftet worden. Die Polizei hat Evelyns Mutter links und Marikas Großmutter rechts hierher beordert. Hallo, was? Wir überwachen die Quiapo-Gegend seit einiger Zeit. Kinder haben sich dort zu einer Bande von Prostituierten und Zuhältern zusammengeschlossen. Wir versuchen, die Gang zu zerschlagen, damit wir keinen Ärger mehr haben. Evelyns Mutter reagiert gelassen. Marikas Großmutter ist entsetzt. Sie hatte keine Ahnung, wo sich ihre Enkelin herumtreibt. Evelyn nimmt den Knast ungerührt hin. Sie ist nicht zum ersten Mal festgenommen worden und sie weiß, wie man schmiert. Im Gefängnis bleibt sie nur eine Nacht. Hey, 38 Kinder sind in der Nacht verhaftet worden und am nächsten Morgen sind sie wieder frei. Dem Staat fehlen die Mittel, sich weiter mit ihnen zu befassen. Für Marika ist die Erfahrung im Knast neu. Sie weint, weil sie sich schämt. Evelyn weint nicht mehr. Die Lehrjahre auf der Straße haben sie hart gemacht. Marika bewundert, hasst und liebt Evelyn. Auf kindliche Art ist sie ihr hörig. Sie kommt da wohl nicht mehr raus. Sie wird sich weiter von ihr benutzen lassen. Evelyn gibt sich einsichtig, als Marikas Großmutter ihr Vorwürfe macht. Aber wirklich berühren lässt sie sich nicht. Seit 6 Jahren ist sie im Geschäft und seit dieser Zeit der Ernährer ihrer ganzen Familie. Das ist ihr ganzer Stolz. Noch eine Rückblende in die Zeit vor 5 Jahren. Die 11-jährige Evelyn und die gleichaltrige Rosemarie hatten in der letzten Nacht einen Kunden, einen 48-jährigen Kanadier, der später verhaftet wurde. Von dem Geld, das sie dabei verdiente, hatte Evelyn Essen gekauft. Wie fast jeden Tag brachte sie es ihrer Familie. Die wartete schon darauf. Okay.
Die Familie lebte in einem einzigen Raum. Fünf Geschwister, ein Hund, die Mutter mit einem Neugeborenen, die Großmutter und zu Evelins Leidwesen auch noch der Stiefvater. Evelyn ernährte sie alle. Sie bezahlte sogar das Bier des Stiefvaters, der selber nichts zum Unterhalt der Familie beitrug. Evelyn aber ständig bedrängte und im Suff die Familie terrorisierte. Evelyns Mutter wusste, womit ihre Tochter die Familie ernährte, und sie weiß es auch heute. Aber sie ist selbst Opfer, darum verschließt sie ihre Augen immer noch. Evelyns Mutter heute. Ich habe keinen Lebensmut mehr. Aber ich schaffe es auch nicht, einfach aufzugeben. Ich habe 6 Kinder geboren. Und mit den letzten 3 hat mich der Herr Jesus bestraft. Dreimal in der Woche müssen diese letzten 3 Kinder zur Therapie. Sie leiden an Polio, Unterernährung und einem Gendefekt, Folge einer inzestuösen Verbindung. Der Vater dieser Kinder ist Evelyns verhasster Stiefvater. Der ist nämlich ein Cousin ihrer Mutter. Die Kosten für die Therapie übernimmt ein ausländisches Hilfswerk. Aber die Kinder werden sich nie allein ernähren können, auch nicht, wenn sie einmal erwachsen sind. Evelyn wird ein Leben lang für sie sorgen müssen. Rosemarie, Evelyns Freundin von damals, finden wir in einem Park in Manila wieder. Sie wohnt da drüben, sagt der Mann, in dieser Kiste. Die Kiste riecht wie eine Tube Klebstoff. Man sieht es Rosemarie an, 7 Jahre ihres Lebens hat sie auf der Straße verbracht. Ihr Freund Jeffrey versteckt den Kleber, den sie gerade geschnüffelt haben. Immer schlafen Sie jede Nacht da drin? Geschnüffelt hat sie schon vor 5 Jahren, als wir sie das erste Mal trafen. Wenn die Tage nicht mehr zu ertragen waren und der Hunger noch dazu kam, dann zogen sich die Mädchen Rugby, ein Lösungsmittel, ins Hirn. Rosemarie hing an der Tüte. Sie schnüffelte Drogendämpfe, um das Trübe aus den Gedanken